So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Minecraft. Mit dem Noxy, mit dem Kato und mit dem Markus. Markato. Hallo. Markinopsi. Markato ist real, Alter. Markato. Markato. Mikato ist nicht mehr real, aber Markato ist dafür jetzt. Ja, du hast ja richtig. Markato ist der neue Shit. In der letzten Folge, weißt du? Mikato und dann halt so durchgestrichen, aber ist halt einfach Markato. Markato halt, ist es jetzt, ja. Ist der neue Shit. Ist halt einfach so. Und RPG Noxy. RPG Noxy sind auch am Start, ja. Markato und RPG Noxy, ja. Sind das neue Traumpärchen. Toll. Wir suchen jetzt den Bachelor. Jetzt habe ich Steine unter mir abgebaut, aber habe keine Spitzhacke mehr. Muss mich jetzt hier wieder hochbauen. Nice. Ja, du hast auf jeden Fall einen Plan, würde ich sagen. Lifetime-Profil von Tim. Ja. Klären. Weil du ein fucking Lügner bist und das werde ich jetzt beweisen. Lügner. Du bekommst gleich 10-mal Custody. Was? Alles klar. Schamlose Eigenwerbung, die wird direkt rausgepiept. Da kenne ich nix, Markus. Weil du meinst, wegen Lügner hast du da irgendwas, was ich auch irgendwie ins Video einbringen sollte, also deiner Meinung nach. Ich bin ja nicht der Lügenlord. Ja, nur der Lügenbaron. Bei Chris hat sich das gerade anders angehört. Ich hab noch eine richtig schöne Aufnahme, wie Tim Fußballlieder singt. Von der letzten Rocket League Folge. Nein, Alter. Wenn du noch irgendwas hast, schick mal bitte. Ja, mach ich. Gerne. Alles easy, kein Problem. Scheiße. Es reicht auch die Audiodatei. Du musst mir nicht jetzt irgendwie mit. Ja, Video das machen. Ist kein Problem. Weil das kann ich alles super rein editieren. Ja, okay, krieg ich hin. Okay. Nein, nach der Aufnahme schicke ich es. Find ich das süß. Ja, alles klar. Auf jeden Fall. Hier, Leute, wenn ihr wollt, kann ich euch auch anzeigen dafür, ne? Geilo! Doch, kann ich. Das ist recht am eigenen Bild, hallo? Ja, also ich rede nicht vom Bild. Das ist egal, das geht auch nicht. Und das kannst du auch nicht. Egal, das ist jetzt zu sehr rechts gewesen, egal. Ich war mal mit einem Anwalt in der Band gewesen. Zusammen. Und in der Band oder im Bett? Ihr lacht vielleicht. Die Band hieß Die Kanzlei oder sowas. Locker einfach. Das wäre so geil. Nein, aber hieß sie nicht. Nein, war es aber tatsächlich nicht. Einige wissen ja, ich habe ja so ein kleines Musikstudio in der Nähe, wo ich mein Schlagzeug halt stehen habe und wo ich halt so ein paar Aufnahmen manchmal mache. Und da habe ich eines Sonntags, habe mein 3-Stunden-Programm durchgezogen und im Nebenraum war halt... Einmal durchgezogen! Scheiße, ich hatte noch ein 3-Stunden-Programm, Alter. Nee, aber jedenfalls war im Nebenraum, habe ich halt jemanden gehört, wie er Gitarre spielt. Halt eine richtig geile Iron Maiden-Gitarre, so, also richtig gut. Und da habe ich mal angeklopft und habe mal nachgeguckt, so, weil ich wollte mal wissen, wer der so ist. Vielleicht kann man ja irgendwie mal ein Projekt oder so zusammen machen. Und da sehe ich einfach so einen 60-jährigen Opa mit so einer Gitarre dann im Raum stehen, übelst am abhotten. Richtig krass. Abhotten? Ja, am Abhotten, das sagt man so, das sagen die jungen Leute von heute. Wir gehören ja nicht mehr zu denen, aber ich glaube, das habe ich mal aufgeschnappt, dass das die jungen Leute sagen. Abhotten. Jedenfalls war der richtig am eskalierenden Skelett. Nein! Am eskalieren! Ich habe gedacht, der wäre am Abhotten gewesen. Ja, jedenfalls. Wer ist denn da unter mir? Der Weihnachtsmann. Bleib mal stehen. Markus, nee. Ach, Chris ist das. Okay. Jedenfalls habe ich den so gefragt, ja, ob man dann mal irgendwie so ein bisschen Mucke machen könnte und so. Und da haben wir uns da halt hingesetzt und haben uns da irgendwie anderthalb, zwei Stunden haben wir dort einfach ein richtig krasses Konzert gegeben für niemanden, sondern nur für uns. Und ihr seid niemand. Und dann habe ich den gefragt, was der denn beruflich macht. Und dann hat er gesagt, er ist Anwalt. Und habe ich dann, meine erste Aussage war dann so, ja, ich hätte da mal eine Frage. Und damals, ich weiß nicht, Noxy kennt den vielleicht, glaube ich, noch. Kennst du Ishtur? Ja. Okay. Und ich hatte mal mit dem ein WoW-Let's Play gemacht. Ich hatte mit dem mal früher ein WoW-Let's Play gemacht. Keine schöne Erinnerung, ja. Meine erste Staffel so. Und der Typ ist halt echt ein freaky Typ. Und jedenfalls wollte der halt, dass ich halt, nein, also das wollte der nicht, aber ich wollte nachfragen, ob der das Recht hat, mir zu sagen, dass ich Videos löschen soll, indem seine Stimme mit vorkommt. Hat er also, bei mir auch. Ja, und der hat zu mir gesagt, also wenn er das verlangt, dann muss ich das tun, weil seine Stimme gehört zum Recht am eigenen Bild. So, weil ich, das ist mir jetzt halt gerade wieder eingefallen, weil wir jetzt gerade davon gesprochen haben. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert, weil wenn man zusammen etwas macht,
wo es offensichtlich ist, also ist egal, dass das eine Kooperation ist, dann, nein, ich glaube, das hat sich geändert. Dann ist es nämlich einvernehmlich und dann, ich glaube, das hat sich geändert. Es gibt aber keinen Vertrag dazu, es muss ein Vertrag dazu geschlossen sein. Es gibt auch mündliche Verträge. Ja, es ja, ist aber, also, selbst da ist keiner geschlossen worden. Der, wenn der will, dass ich seine Stimme aus dem Video rausschneide, dann bin ich verpflichtet, das zu tun. Und vom Prinzip her weiß ich, was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass sich das geändert hat, weil es ein mündlicher Vertrag ist, in dem, also ab dem Moment schon ein mündlicher Vertrag ist, wo ihr offensichtlich zusammen aufnehmt, also interagiert. Nicht, dass du ihm jetzt seine Stimme aufnimmst, sondern dass er auch zusammen interagiert, so wie wir jetzt. Und das ist einvernehmlich. Also du machst es jetzt nicht unbewusst, dass es aufgenommen wird, und du weißt, dass es aufgenommen wird. Und ich glaube, ab dem Punkt geht das nicht mehr. Ich glaube, das hat sich wirklich, das wird wirklich überarbeitet, wirklich. Ja, das geht ja gar nicht. Das würde so viele Probleme mit sich ziehen. Das war halt erst vor 2 Monaten gewesen. Also ich weiß nicht, ob die innerhalb von 2 Monaten da irgendwie eine Regelung geändert haben. Und ich glaube ihm, weil wenn er Anwalt ist seit über 20 Jahren, gehe ich da halt davon aus, dass er da auch recht hat. Jedenfalls, ja, nee, klar, aber muss man mal gucken. Ja, jedenfalls, ich glaube, das funktioniert aber halt nur, wenn es halt einen Vertrag gibt, der aber schriftlich niedergelegt wurde. Weil sonst gibt es ja nichts. Sonst kann der eine ja das behaupten und der andere kann ja das behaupten und... Ja. Aber so, um die ganze Debatte jetzt mal zu einem Ende zu bringen, hier ein kleines Zitat aus dem deutschen Kunsturhebergesetz. Darin heißt es in § 22, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Das gilt in dem Fall aber auch für die Stimme, also ist es durchaus einvernehmlich in diesem Fall, ja, macht daraus, was ihr wollt. Zitat ist hier auch eingeblendet. Und wie gesagt, ihr findet das Ganze im Kunsturhebergesetz im Internet unter § 22. Weiter geht's. Das ist mir jetzt, wie gesagt, nur gerade eingefallen. Wollen wir jetzt noch ein cooles Thema anfangen in der Folge? Nee, ich denke, deutsches Recht ist, glaube ich, ganz gut. Ey, cool. Die jungen Leute von heute interessieren sich dafür. Ja, ja. Aber auch nur, weil sie alle verklagt werden. Weil die alle so viel Scheiße bauen, deswegen haben die Internet. Was sie dann nämlich, wo sie irgendwelche Schlupflöcher finden oder sowas. Nenn doch einfach die Folge, wie funktioniert unser Rechtssystem? Das hat ganz viele Aufrufe. Ich habe mich jetzt auch nochmal befassen müssen, intensiv, jetzt ohne Werbung zu machen, wegen dem Netzwerk, was ich da mit Stormy mache, ne? Das ist einfach so komplex, auf was du achten musst einfach. Oh, allein jetzt schon angefangen mit Impressum und so ein Zeug, was du da angeben musst auf Webseiten. Ist eigentlich, meine Frage zwischendurch, hat man eine Impressumspflicht, wenn man einen YouTube-Kanal hat? Nee, oder? Nein, ja. nicht wenn du einen YouTube-Kanal hast, sondern sobald du deine Videos monetarisierst, dann hast du eine Impressumspflicht. Ja, wow, das machen wir aber alle. Okay, das ist aber jetzt meine Frage. Hat GLP ein Impressum zum Beispiel? Weil der sagt ja immer ganz oft, er will seinen Namen und seinen Wohnort nicht angeben. Aber wenn er ein Impressum hat, Theoretisch müsste er. Muss man den Namen angeben? Es gibt doch auch über andere Wege irgendwie, dass du über wenn du in einer Firma oder einem Netzwerk bist, dann kannst du das. Der hat locker irgendwie das Alliance-Netzwerk oder Typ. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das kann dann auch über das Netzwerk laufen lassen wahrscheinlich. Stimmt. Das geht nämlich auch. Aber Gronkh hat das auch in seiner Kanalbeschreibung steht seine Impressum sogar drin. Ja, da steht alles. Sein Name, seine Telefonnummer, seine Adresse steht alles drin. Kannst du Gronkh mal anrufen? Und zwar Bescheid sagen. Ja, du kannst strafrechtlich verfolgt werden, wenn du das missbrauchst. Also ich glaube, das ist aber über wie heißt die Firma? Playmassive ist das, glaube ich, die Adresse und die Telefonnummer, sein Diensttelefon. Ja, ist ja auch seine, ich weiß nicht, ob es sein Unternehmen ist. Ja, ja, es ist sein Unternehmen, mit Sarraza. Okay. Ja, klar. Aber er war da früher ja nur mal Angestellter, ne? Also. Deswegen. Ja, aber der hat das Ding halt übernommen. Okay, cool. Danke, geht. Naja, nee, er war Mitbegründer. Was ich jetzt sagen wollte, er war Mitbegründer. Oder so, ja. Was halt super krass ist, ihr kennt es ja so, dass man richtig auf Minecraft-Server gehen kann und da spenden kann, dann kriegt man so einen VIP-Rang und sowas, ne? Mhm. Dass das überhaupt möglich ist, also wenn man das halt legal machen will, dann müssen Stormy und ich eine GbR gründen. Und das ist so richtig komplex. Du kannst es nicht einfach so machen, sondern sobald du etwas anbietest, wofür Leute für bezahlen müssen, brauchst du mindestens eine GbR einfach. Ich empfehle aber eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Nee, ist einfach krass. So denkt man einfach gar nicht, was du. Okay, Maxi. Was hinter manchen Sachen so stecken kann, ist immer wieder interessant. Auf jeden Fall. Zum Beispiel in Hessen gibt es immer noch die Todesstrafe, ne? Also die ist immer noch nicht rausgeschrieben worden. Die steht zwar unter dem Menschenrecht quasi, aber sie ist einfach immer noch im hessischen Gesetz drin. Ich ist seltsam. Ja, die Hessen sind halt krasse Dudes. Richtig rückschrittlich, Alter. Ja. Ich meine, das könnte nie durchgesetzt werden, da es halt, wie gesagt, unter dem Menschenrecht ist. Aber trotzdem krass. Stell dir vor,
Da gibt es tatsächlich jemanden, der verklagt einen auf die Todesstrafe. Alter. Ja, das kannst du ja nicht, dass du kannst niemanden auch. Ja, genau, du kannst hier niemanden auf die Todesstrafe verklagen. Ich möchte, dass er getötet wird. Wie soll das denn funktionieren? Ja, man kann es ja fordern. Aber ja, es geht ja nicht durch, logischerweise. Ja, du kannst ja, genau. Das wäre so krass. Fände ich konsequent auf jeden Fall. Ich fordere Todesstrafe. Ja. Alles klar. Ja, der Mann weiß, was er will. Also. Ja, der hat auf jeden Prioritäten. Balls. Ach, das ist ein Ender-Dude, ist das hier. Ich habe jetzt nach gefühlt 100 Folgen endlich mal eine Scheißrüstung, Alter. Hä, du hättest mich einfach fragen können, ich habe 10 Millionen Eisenbahnen. Ja, ich habe jetzt aber auch... Dann kann man sich dann Scheißrüstung in Minecraft machen. Ach, Junge, ey. Junge. Mann, was ist mit euch, ey? Also ich meinte, ich habe... Was ist mit dir? Ganz ehrlich, ich habe mir jetzt die letzten Folgen angeschaut. Deine Sprechzeit beträgt maximal eine Minute pro Folge. Ja, Noxy ist richtig still. Hey, ihr redet immer und ich bin am Bauen. Ja gut, dann mach mal. Dann trag du jetzt mal ein Thema bei. Ein Thema oder? Trag mal was zur Gesellschaft bei. Ja. Zur Gesellschaft? Geh mal arbeiten. Ey, Alter. Junge. Also arbeite jetzt hier in der Folge mal. Ich kann nicht. Ich wollte nicht. Ne, was? Was mir letztens eingefallen ist, das wollte ich eigentlich noch sagen, als ihr da von diesem Thema mit dem Meteor da Dingsbums und Viren shit, ne? Ja. Ah, ja. Markus. Ja, ja. Zu gut zusammengefasst. Markus Verschwörungstheorie. Ja, genau. Ja. Wie seht ihr das? Okay. Nächstes Thema, Chris? War geil, auf jeden Fall, war geil. Ja, wie sehen wir was? Erzähl. Die Theorie, dass, also, der Mensch geht ja meistens davon aus, dass das, was für ihn, also dass unsere Welt so der richtige Maßstab ist, so die Größe. Aber was wäre, wenn unser System einfach nur wie so ein Atom ist von irgendwas Größerem, was zum Beispiel dann wieder, sagen wir mal, einen Tisch in einer anderen Welt ergibt? Das wäre krass. Ja, quasi die Man in Black 1 Abschlusssequenz-Szene. Ja, genau. Wo einfach unser Sonnensystem einfach nur eine Murmel ist, mit der einer anderen Alien-Rasse spielt. Ja. Das wäre voll cool. Das wäre voll cool. Wir würden es niemals erfahren, aber es wäre voll cool. Er ja, ist da recht so, Alter. Was der Brain, ich mal nachgedacht habe, also jetzt nicht darüber, Noxy, aber es geht so in die Richtung, dass die ganzen Wissenschaftler, sie suchen ja immer nach erdähnlichen Planeten und so, ja, wo Wasser und Sauerstoff ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es kann doch einfach mal sein, dass es einfach möglich ist, auf anderen Wege, dass ich da Leben bilde, zum Beispiel mit Methan oder sowas, dass halt dann wiederum Sauerstoff und Wasser total kontraproduktiv wäre für die Lebensform zum Beispiel. Ja, die Logik verstehe ich auch nicht. Ich verstehe es, warum sucht man nur nach dem einen? Das ja, weil der Mensch beschränkt ist, was Denken angeht. Ja, natürlich, aber es ist total schwachsinnig. So. Nett formuliert auf jeden Fall. Ja, aber was gibt denn wirklich, was gibt denn die Sicherheit, dass es wirklich so sein muss? Oder? Wer sagt das? Ja, das natürlich ist es bestätigt, dass es so Leben geben kann, aber warum denn nicht auch anders? Ja, weil der Mensch ist halt das gewohnt, was er gelernt hat oder was er weiß. Und auf diesem Wissen versucht er aufzubauen. So, und für einen Menschen ist es halt unlogisch, weil er selber nur durch Wasser und Sauerstoff halt leben kann. Genauso wie andere bekannte Lebensformen hier auf der Erde. Mhm. Und deshalb sucht er auch nach anderen Planeten, wo das Gleiche funktioniert. Und da kommt er, also viele werden sicherlich auch auf die Idee kommen, so wie wir jetzt gerade. Ich meine, das wird jetzt nichts hier. Exklusive. Das krass, Alter. Stell dir mal vor, einfach weltexklusive Premiere unseres Essen. Ja. Stell dir mal vor, ist einfach keiner auf diesen Gedanken. Ja, stimmt, das könnte ja auch anders irgendwie. Ja. So alle studiert in Harvard und sowas, ne? Aber kommen nicht auf sowas. Ja, aber jetzt irgendwer wird es dann für sich nutzen und dann ist deine Idee einfach ein Scheiß wert. Dann sagt, das war meine Idee. Kommt Stephen Hawking? Aber ich habe eine Minecraft-Aufnahme. Nee, hier Breck. jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das glaube ich dir. Wolltest du überhaupt was sagen? Achso, ne, ich wollte halt, wie gesagt, nochmal sagen, der Mensch ist halt das gewohnt, was er gelernt hat und auf diesem Wissen versucht er halt aufzubauen. Punkt. Okay. Ist konsequent, ja, auf jeden Fall. Ist eine Aussage auf jeden Fall, finde ich. Ja. Statement, Hashtag Statement. Ja, Statement, ich wollte gerade sagen, es ist ein Statement, Alter. Es kommt halt ein Statement, ja. Okay. Ich hoffe aber so nicht sehr, Alter. Er kündigt das die ganze Zeit ein, das kommt einfach nie. Das ist einfach der größte Troll, den ich hier vorbereitet habe, weißt du? Ich hype einfach 3, 4, 5, 6 Wochen einfach ein Video, was einfach gar nicht existiert und auch gar nicht in Arbeit ist. Spend mal Markus Twitter-Wand zu. Mit Hashtag, zeig das scheiß Video, du Affe. Alle deine 1200 Abonnenten müssen das machen.
Ey, das würde ich so feiern. Aber so viele folgen dir nicht mal auf Twitter, oder? Nee, auf Twitter folgen mir vielleicht ein paar hundert oder so, aber. Ja. Ach, nur ein paar hundert Menschen. Was sind schon ein paar hundert Menschen? Voll abgehoben, ich sehe es halt im Vergleich, ja. Du bist voll abgehoben. Ist ja auch mal bald ein paar Sachen im Vergleich. Ja, ich will es endlich mal sehen, aber du hast immer nur große Fresse, ja, und da kommt immer nie was. Ja, es hat nichts mit großer Fresse zu tun, sondern einfach an mangelnder Zeit. Aber ab morgen bin ich frei und dann geht's los. Natürlich. Ich habe ab morgen frei und dann habe ich mehr Zeit. Natürlich. Okay, dann will ich aber auch Ergebnis sehen. Nee, das geht nicht, Noxi, kann man nicht machen, weil er hat einfach nichts, er hat einfach alles gelöscht. Das stimmt. Ist schade. Richtiger Ape-Crime-Typ. Ja. Alter. Ja, wenigstens alles auf privat stellen können. Nur ja, ist so. Doch. Du Tassel, Alter. Dann machen wir wieder alles öffentlich. Nee. Aber ich kann euch die gerne alle schicken, alle nicht gelesen. Also 1 Terabyte. Warte, ich guck mal. Es sind nicht so viele. Verdammte Scheiße, Internet, ich hab mich in meinem eigenen System verlaufen, Alter. Ich bin auch gleich. Es sind nur 2000. 2000? Ja, hast du ja nicht so viele wie ich, das ist okay. Ja, aber das kannst du mir eben schicken, ne? 2000 Videos, ich meine. Hey Chris, wie viele Videos hast du denn bitte? Ich müsste bald an den 3000 kratzen. Mann, und trotzdem so wenig Abos, du Opfer, Alter, ja. Verpiss dich. Halt, Quantität over Qualität, sag ich mal. Aber mein Opa Noxi sagt immer so, was ist los bei uns, ne? Aber hey, du hast voll wenig Abos, verpiss dich. Verpiss dich. Aber was ist los mit uns, ne? Ja, was mit euch? Hey, ich hab mich verlaufen in meinem eigenen System, Junge. Geil, ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. Ich bin beeindruckend, dass du einfach nach, hast. Einfach nach oben graben. Nee, ich bin oben, ich will runter. Ja, nach unten graben. Ja, ist so. Ja, aber ich will die Gänge finden, wo ich mich reingegraben habe. Und ich finde zur Seite graben. Alter, ich finde die scheiß Gänge nicht. Ich habe Gold gefunden. Gänge, mach einfach alles hohl. Gold. Golddigger Prank? Ja, Golddigger. Ich wollte es auch gerade sagen, Alter. Voll so einen auf Golddigger. Ein Golddigger. Golddigger halt, Geld, Kohle, Golddigger halt. Und Diamonds, Alter, Diamonds in the Sky. Oh yeah. Mach dich nicht lustig darüber, das ist voll traurig. Ich habe 8 Diamonds in the Sky bekommen, ja. Yeah. Scheiße. Damit kann ich mir 2 Schwerter machen für mich alleine und dann mach ich euch kaputt. Bist du denn doof, Alter? Du machst jetzt erst eine schöne Spitzhacke und dann holst du die Obsidian und dann machst du einen Zaubertisch. Fick dich. Ja, es ist so. Das sind meine Diamanten, du Bitch. Such dir eigene. Diamanten, also such dir echt eigene. Ja. Such dir ein eigenes Leben. Da muss ich ihm aber echt zustimmen. Das sind wirklich seine scheiß Diamanten. Ja, natürlich. Ja, ist ja wirklich so. Also. Da passiert einfach alles so immer, als ob ich das als Befehl ausgesprochen habe. So. Alles, was aus Markus kommt, sind entweder Befehle oder Beleidigungen. So wie ein TTT einfach. Ja. Als ob das so, ich habe so einen Vorschlag gemacht. Hör mal auf jetzt irgendwie. Du kannst doch nicht allen Leuten alles vorschreiben. Markus. Ich sehe schon, komm, jo Leute, wollen wir ein Bier trinken? Also du kannst nicht immer Sachen sagen, was wir trinken sollen, ja, wir können auch andere Sachen trinken. Alter, ich bin voll der Running. Na, es ist doch so, es ist halt Alter, oh Mann. Nächstes Mal in Berlin, Alter. Immer wenn du irgendwas sagst, Alter, das kannst du uns dann nicht vorschreiben, Junge. Jo Leute, ich habe euch was gekocht, Alter, bist du ein Vollidiot, Alter, du kannst nicht einfach uns was kochen. Du kannst nicht vorschreiben, was wir essen sollen. Ja. Kannst du uns nicht vorkochen, was wir essen sollen, Alter? Das wär's, Junge. Wie, du hast nur eine Dusche, da haben wir ja gar keine Entscheidungsfreiheit, welche Dusche wir benutzen. Alter. Richtiger Tim, Alter, richtiger Tim. Das kam ganz unerwartet. Ich merk schon. Junge. Alter, damit hab ich gar nicht gerechnet. Geil, ich hab Eisen gefunden. Ach, schön. Nice. Du sagst, geil, ich hab mich angesabbert, ey. Nur ein das hab ich auch, Alter. Boah, ist ja ekelhaft. Mhm. Boah. Geil. Markus, du kannst uns doch nicht vorschreiben, was wir ekelhaft zu finden haben. Ach nö, Leute, Alter. Da müssen wir irgendwie noch ein T-Shirt oder ein Meme draus machen oder so. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich muss mal Kristallflamme mal anschreiben, die so ins Bild. Ich wollte gerade sagen, lass mal bitte so einen Ugly Tim bitte zeichnen und der sagt dann das immer so. Ein Ugly Tim, Alter. Ja. Du musst nur ein Bild nehmen. Du musst einfach nur ein Bild nehmen. Noxy, ja, ist ja wirklich so. Breitseite. Ja, ist wirklich so. Nein, Tim, ich muss sagen, du bist wunderschön, nur homo. Aber du kannst doch nicht vorschreiben, was wir ugly finden sollen, hallo. Ja, Markus. Ja, auch Markus, echt, Alter. Lutscher.
Ich find das ein bisschen asozial von dir. So lame von dir. Du kannst uns doch nicht vorschreiben, wo wir duschen sollen. Wie, du hast nur eine Wohnung. Du kannst uns doch nicht vorschreiben, wo wir wohnen sollen. Ne, der war jetzt ausgelost. Schon mal ja, so wie... Der kam jetzt einfach zu. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Hä, hey, du kannst nicht einfach Sachen sagen, was du unserer Fantasie überlässt. Oh, Markus, nicht. Das funktioniert nur mit dir, Mann. Ey, akzeptier's doch einfach. Ich wollte gerade sagen, wenn du das sagst, ist das überhaupt nicht lustig. Alles klar. Eigentlich ist es nur witzig, wenn Tim das sagt, finde ich. Also ich fand's schon bei Chris gerade grenzwertig. Hm. Also, ja. Wir müssen das ein bisschen ruhen lassen und irgendwann droppe ich dann einfach mal so ein. Ja, bitte. Ich finde, beschweren kann ich mich da eher weniger. Ja, zum Beispiel. So funktioniert's. Kennst du das, Noxy? Kennst du das? Ja. Das ist auch so geil. Oh Mann, ey. Da kann man sich ja weniger drüber beschweren. Das wäre auch ein super T-Shirt, muss ich jetzt mal sagen. Ja, das können wir nicht nehmen, das bringt das ja. Ja, das ist halt schade. Das ist nicht unser Meme, leider. Ja. Ist echt so da schade. Da haben wir gerade letztens in Rocket League drüber gesprochen, Noxy. Stell dir mal vor, du hast einfach die Gabe, zu bestimmen, was Memes werden und was nicht. Und die gute Memes. Ja. Also ja, einfach, dass du einfach sagen kannst, yo, ich mache jetzt diesen Meme so, dass einfach ein Meme wird. Das wäre so heftig einfach, oder? Weil Memes halt sind halt so richtig mysteriös. Du weißt halt nicht, wann irgendwas etwas so zum Meme wird und was nicht so. Ich habe mir vor, du könntest es einfach beeinflussen. Das wäre halt echt eine krasse Sache. Dann will jede Werbeagentur dich haben. Ja. Den ist einfach die Macht einfach. Scheiß mal auf Teleportation und Unsichtbarkeit. Memes erschaffen, Alter. Oh. In unserer heutigen Zeit sind die Memes wichtig, ja. Ja. Ich bin gerade in der Höhle, ich kann nicht pennen. Es ist vor allem noch nicht mal dunkel zum Pennen. Also nicht dunkel genug. Echt nicht? Nee. Liegt doch schon im Bett. Achso. Ja, viel Spaß. Markus, dann musst du nochmal vom Server. Okay. Tschüss. Danke. Ist hell? Ja. Nice. Da ist drei Wohnen. Okay. Was? So. Was? Aber gerade eine Werbung eingeblendet. So. Dauerwerbesendung, Gold! Damit muss ich mich auch nochmal befassen, ob es dann Werbung ist, wenn ich über mein Minecraft-Netzwerk spreche in meinen Videos. So. Also, Schleichwerbung ist das Werbung. Ist doch eigentlich erst dann Werbung, wenn ich mit diesem Netzwerk finanziell irgendwas mache, oder? Nein. Also dadurch, dass ich das ja gelernt habe, kann ich dir sagen, Werbung ist Werbung, wenn man Werbung ein Produkt oder ein... Werbegegenstand bewirbt, egal in welcher Form. Also ob du das jetzt ein Video machst oder so, dann ist es Werbung. Aber was ist denn ein Werbe? Wie definiert sich denn ein Werbegegenstand? Der Werbegegenstand ist das, was beworben wird. Also kann ich auch einfach Werbung für meinen Penis machen? Ja, dann ist das in dem Moment ist das der Werbegegenstand. Okay. Das stimmt. Schwure, Alter. Ja, aber muss ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video über Dragonia mache, über das Dragonia-Netzwerk, muss ich das dann kennzeichnen? Nein, du verstehst, du kennst immer noch nicht den Unterschied zwischen bezahltem Product Placement und... Nein, ich rede nicht von Product Placement. Nein, ich rede jetzt nicht von Product Placement, ich rede jetzt von Werbung generell. Werbung muss man nie bezeichnen. Doch, wenn es jetzt eine Dauerwerbesendung ist, muss das da stehen. Also wenn es jetzt dauerhaft in dem Video um das Ding geht. Hast du jemals in einem Werbespot im Fernsehen irgendwo in der Ecke gelesen, dass es sich hierbei um Werbung handelt? Ich habe zum Beispiel TV Total, stand immer da Dauerwerbesendung. TV Total ist aber was anderes. Ja, aber das stand immer Dauerwerbesendung. Ja, aber das ist eher mehr so ein Gag gewesen. Ich glaube nicht. Du musst dir mal die dritte oder vierte Folge angucken, da ist dieser Gag entstanden, seitdem haben die das immer drin gehabt. Echt? Ja. Ich baue halt gerade auch an meinem Berg weiter, hab den jetzt komplett ausgehöhlt und so. Er baut einen Berg. Andrea? Nee, bitte nicht. Oh nee. Lieber Helene, ne? Aber muss auch nicht sein. Ich was? Atemlos, Alter. Durch die Nacht und durch den Tag. Boah, habt ihr das mitgekriegt beim DFB-Pokalfinale? Ist ja Helene Fischer aufgetreten, die hat ja so einen Shitstorm abbekommen. Warum? Ich hab's nicht mitbekommen. Die wurde von 60.000 Menschen ausgepfiffen, Alter. Aber es ging ja nicht um sie. Ja, aber warum? Was war denn los? Und Kommerzialisierung, Digga. Womit wir wieder beim Thema Alkohol wären. Ja. Ja, Chris Parts. Ja. Parts. Würde ich unterstützen, kann ich supporten. Mache ich mich jetzt strafbar, wenn ich das... Mache ich mich strafbar, wenn ich sage, dass ich mehr Alkohol getrunken habe? Entschuldigung. Ja, es ging um Alkohol, Leute. Es ging um Alkohol, ja, natürlich. Oder ums Kiffen, Mann! Oder ob es Koks? Alkohol macht Birne hohl. Ja, geil. Ja, jetzt weiß ich, warum das bei dir so ist.
Vor allem einfach kurz darauf hat Kronk auch ein Video in seinem Stream darüber gesprochen, über seine Erfahrungen und so. Kurz darauf einfach. Und, ja, ja, Kronk und ich sind halt Nachbarn. Ja, er guckt ja auch meine Videos. Ja. Ja, klar. Der ist ja wirklich so. Natürlich. Ja. Wusstest du das noch nicht, Markus? Also das war jetzt sogar ich. Das ist mein Ernst jetzt. Ja, ja. Er ja, ist halt wirklich so. Er ja, hat mich ja, abonniert. Ja, ja klar. Ich mache euch dann einen Screenshot, Alter. Okay. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ein Fake-Account mit 4 Millionen Abonnenten. Ich glaube nicht, dass das machbar ist. Doch. Hashtag Photoshop. Fake mal einen Account mit 4 Millionen Abonnenten, was von YouTube bestätigt ist. Photoshop. Photoshop war ein Joke. Ich war Photoshop war ein Joke. Ich habe das sogar auf Twitter mal gepostet, das Bild. Ach, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann Leute, wenn er es auf Twitter gepostet hat, dann muss es real sein. Alles, was Donald Trump auf Twitter postet, stimmt ja auch. Also von daher. Ja, stimmt. Oh, apropos Donald Trump, da können wir in der nächsten Folge noch ein bisschen was drüber sprechen. Der hat ja richtig Scheiße am Hals gerade, ne? Das habe ich nicht mitbekommen. Wegen seiner Rüste. Er hatte mal nicht Scheiße am Hals. Gab's das mal, dass? Nee, ich meine, er hat jetzt durch die Russland-Affäre hat er sich jetzt richtig was aufgeholzt. Der hat sich sogar einen privaten Anwalt genommen. Einen privaten Anwalt? Ja. Hat der Präsident keinen eigenen Anwalt oder so? Einen Präsidentenanwalt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der will nicht vertreten wahrscheinlich. Der weiß einfach, sowas macht einfach seine Karriere kaputt, also von einem Anwalt. Ja. Hat er auch keinen Bock drauf. Der so, sorry. Na, hoffentlich nee, sorry, wird er jetzt rasiert, der scheiß Trump, Alter. Ja. Bringt er sich nur. Jetzt wird das Video wieder gesperrt. Dankeschön, Noxi, danke. Trump wird jetzt ein Wall um deinen Kanal ziehen und du musst das bezahlen. Ja. Ja, ist halt, das wird halt passieren. Leute, ich habe ein Problem. Ich habe keine Spitzhacke mehr und komme nicht mehr raus. Oh no. Immer Probleme. Bau dich hoch. Immer Probleme. Ohne Spitzhacke. Ja, okay. Nee, mit Blöcken, du Pfeifer, Alter. Ja, ich muss dich ja graben. Ich weiß ja nicht, wo ich stecken muss. Ja, Faust. Faust, hast du gelesen oder was? Von Goethe. Von Goethe. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen mit den Boys. Schaut mal bei den... auf dem Kanal vorbei. Schau mal. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Okay, tschüss. Tschüss.